Ach ja, ein weiterer Tag, ohne was zu tun wahrscheinlich. Ist mein Kollege schon da? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es ist einfach wie ausgerottet. Hier ist nie was los. Die Stadt ist so langweilig. Morgen! Ah, guten Hallo? Morgen. Ah! Endlich meine Sterbensseele hier wieder auf der Station. Es ist echt wenig los. Es ist, ich weiß nicht, ist es schon immer so? Also ich habe ja noch nicht lange hier angefangen, aber Ja, also da gab es sogar seitdem ich hier 1992 arbeite. zu Weihnachten mehr Räuber als hier heute. Wirklich, es ist wie ausgestorben. Es sind so viele Kollegen im Urlaub. Ja, Es ist so er viel zu wundert wenig. mich nicht. Tag für Tag Die Akten Stadt ist eintragen, die sowieso. ganzen Computerdatensätze. Ja, So langweilig. ich meine, ohne Datenbänke und Akten wären wir wahrscheinlich komplett langweilig, aber. Ja. Ja, wissen Sie was? Es ist. Ich glaube, es liegt aber in der Stadt. Die ist nicht groß genug und. Ja. Ja, allein die Anbindungen sind nicht gut. Ich glaube, ja, es. Ja, Da haben ich wir uns meine, wahrscheinlich den falschen Ort ausgesucht. immerhin haben wir keine hohe Kriminalitätsrate. Also für uns Das selber stimmt. ist Immer es gut. positiv Wir sind sehen. immerhin nicht in Gefahr. Das ist ja auch was wert. Ja gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit, ne? Immer an die Arbeit, immer weitermachen. Ja? Hallo? An alle Einheiten. Ein Notfall. Die Tankstelle gegenüber vom Polizeirevier wird überfallen. Bitte alle möglichen Einsatzkräfte vor Ort bitte hingehen und passen Sie auf. Der Überfallende ist bewaffnet. Okay, wir kommen, wir machen uns auf den Weg. Okay, wir Auf sollten jeden Fall, vielleicht es kurz kommt der ins. Bernhard, Benjamin, Ulrich. Auf geht's, mitkommen. Ja, wir gehen kurz ins Waffenlager. Ausrüsten, das ist eine ernste Lage, ja? Sowas haben wir wahrscheinlich einmal im Jahr, deswegen auf geht's. Seltene Situation, kann man nicht immer haben. Okay, Okay. was brauchen wir? Schusssichere Westen? Schusssichere Weste, Waffe vielleicht Ich und. hole mal die schweren Waffen. Ja, ich glaube auch, weil ich glaube, mit der Pistole kommen wir da nicht hin. Okay. Hast du alles? Auf geht's, es ist Wollen wir alles? los? Ja, ich Fühlen Sie glaube. sich sicher? Ich fühle mich sicher. Auf geht's, dann hier rüber. Fühlen Sie sich Wo wurde der sicher? Einsatz? Bei der Tankstelle? Ja, ich glaube, die Tankstelle ist ja eigentlich gegenüber. Wollen wir trotzdem mit dem Auto fahren? Auto, ja, ich meine, Weil dann ja, können ich wir meine, wenn wir schon den. Autos haben. Dann können wir den gleich mitnehmen, quasi. Dann müssen wir den hier nicht Das mit rüber. der Spritztour, mitkommen. Okay. Oh, ich mache vorne schon mal die Poller auf. Dann können Sie schon Ja, mal genau, vorne. machen Sie schon mal auf. Ich starte schon mal den Wagen. Weil nach so langer Inaktivität startet der ein bisschen schwer. Oh ja, kann ich mir vorstellen. Moment. Spring ihn an! Komm schon! Komm schon, alte Betsy! Ja, er springt an. Er springt an. Oh. Ja, wenn er so lange nicht gefahren ist, da ist es erstmal. Ja, und über den Winter ist es ja immer so. Okay. Oh, direkt hier drüben. Ja, direkt. Da muss man ja nicht viel fahren, aber dann können wir den gleich mitnehmen, ne? Genau. Okay. So, ich parke mich schon hier. So, wir dürfen hier parken, wir sind die Polizei. Ja, da haben sie recht. Hände hoch, gib sie alle Geld her. Nein, bitte nicht, ich will nicht, nein, bitte ich hab keine Alles Frau, keine Geld. Kinder, ich bin allein zu Hause, bitte, ich brauch das Geld. Mehr, mehr. Mein Chef wird mich töten, wenn ihr raus seid, bitte nicht, Alles her. ich hab nicht mehr, bitte, nicht, oh Mann hier, bitte, jetzt kann ich mir nicht mein Sandwich leisten. Geh weg. Oh Gott, sind hier eigentlich noch andere Leute? Sollten wir uns vielleicht mal Wir müssen umgucken? zuerst die ganzen Die Zivilisten in Zivilisten. Sicherheit bringen. Morgen. Guten Tag. Hilfe, Officer, ich glaube, der Mann da drin ist bewaffnet. Alles klar, wir kümmern uns drum, okay? Machen Sie sich keine Alles Sorgen. klar. Okay, Ahui, die Benzinpreise wird auch schon mal billiger. Huiuiui. Auf Dann, geht's, okay, ganz ruhig. okay. Anschleichen. Wir dürfen. Okay, Hände hoch, hier ist die Polizei. Das Gebäude ist umstellt. Hilfe! Komm an! Hey! Ergeben Sie sich jetzt. Hände hoch! Okay, so. Stopp. Stehen bleiben. Stehen Verfolgen! bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben oder ich schieße. Kriminelle versucht zu flüchten. Bitte Okay, Unterstützung. ich werde Ihnen in die Knie schießen. In 3, 2, 1. Okay. Hey, okay, ich ergebe mich. Okay. Gut, setzen Sie sich bitte hinten in den Einsatzwagen. Mitkommen. So. Und versuchen Sie ja nicht wegzulaufen. Wir klären Sie auf Alles, der was Sie Fahrt über tun Ihre und Rechte sagen, auf. wird vor Gericht gegen Sie So, verwendet setzen werden. Sie sich bitte rein. Wenn Sie Sie haben keinen das Anwalt Recht. leisten können, wird Ihnen einer zur Verfügung Genau. gestellt. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Bitte. Sie haben das Recht zu schweigen. Ja. Bitte. So. Nimm mich Dann. bitte mit. Wir rufen Bitte Ihnen einen begeben Sie sich in Sicherheit. Krankenwagen, wenn wir. Meine Herren da. Hoppala. Ja, der wird schon wieder gesund. Das wird schon wieder. Okay.
An die Polizeihauptkommissar, wir haben jetzt den Verbrecher an der Tankstelle festnehmen können und machen uns jetzt auf den Weg ins Gefängnis. Unsere Polizeizelle ist leider nicht wirklich frei im Moment, deswegen ist es in Ordnung. Voll erfolgreich gelöst. Wieder vom besten Einsatzkommando der Welt. Okay, gut, dann ist er schön gemacht. Gute Arbeit, weiter so. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Okay. Mach es gut. Schönes Wochenende. Danke gleichfalls. So. Alles klar. Das Gefängnis ist ein Stückchen weg, oder? Ja, ja, wissen Sie, wo das ist? Im Prinzip hier einfach die Straße runter und dann sind wir auch schon fast da. Alles klar. Glaube ich. Ich kenne mich nicht gut aus in der Gegend. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, wird schon. Ja, ja, das alte Gefängnis. Da wird's Ihnen gut gehen, ja, Herr Mr. Einbrecher. Ich bin auch noch viel zu jung. Ja, ah, aber dann hätten sie vielleicht nicht die Tankstelle ausrauben sollen. Bewaffneter Überfall. Ich meine, hätten sie sich nicht bewaffnet, dann wäre es vielleicht keine so lange Haftstrafe geworden. Aber jetzt, 10, 15 Jahre, da können sie schon mitrechnen. Das haben sie sich nur sich selbst zuzuschreiben. Das ist korrekt. Ah, endlich mal wieder was los hier, ha? Huh? Ja, also so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr hier. Ja, deswegen bin ich Polizist geworden, wegen Leuten wie Ihnen. Ah, da sind wir auch schon. Das ist jetzt Ihr Zuhause für die nächsten 10 bis 15 Jährchen. So, mal gucken, ob überhaupt wer an der Rezeption ist. Ist ja auch schon wieder ein bisschen leer hier, aber sieht. Da haben sie bestimmt ein schönes Zellchen für sich frei. So, erstmal schön rückwärts einparken hier. So, geht das. Oh, prima. Ja, Ihre Autofahrkünste, Herr Kollege, da kann ich nur Hut ab, ja? Hut ab. Alles klar, aussteigen. So, Sie kommen bitte mit hier einmal durch die Türen. So, rein da! Rein. Und einmal hier stehen bleiben bei der Rezeption. Guten Morgen. Hallo Officer. Wir haben hier einen Verbrecher und der... Hey! Ja, suchen Sie eine hässliche Zelle für ihn. Bitte. Das ist kein sympathischer Zeitgenosse. Dankeschön. Sie kümmern sich? Gut. Dann, Sie sind jetzt hier überlassen. Können sich vielleicht auf die Bank setzen. Der Rezeptionist kümmert sich um Sie. Und das Geld können Sie gerne bitte auch an uns wieder abgeben. Einmal ausleeren, bitte. So. Genau, Waffen ab. Alles habe ich gesagt. Okay. Ich habe gesagt, alles. Sagen Sie mal, wie viel haben Sie denn dabei? Und die hintere Hosentasche auch noch. So, war das jetzt alles? Müssen wir Sie nochmal untersuchen? Das war alles. Das war alles? Sicher? Ja. Eine weitere Lüge wird Sie nochmal extra 5 Jahre kosten. Sind Sie sich sicher? Ja. Okay, gut. Dann überlassen wir Sie hier in den fähigen Händen und... Dann viel Spaß hier vor Gericht, Sie miese Peter. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen! So. Ach, die haben mir gegeben, die hat sich richtig in die Hosen gemacht. Ja. Ah, endlich mal wieder ein erfolgreicher Tag auf der Arbeit. Das freut man, also da freut man sich richtig. Das da hat man endlich mal wieder was zu tun, ne? Ich würde sagen, da können wir jetzt auch eigentlich schon Feierabend machen, oder? Ja, auf geht's, Party! Ja, wo gut. Einmal frei. Dann, hoppala. Ich, sag nichts mehr zu den Fahrtkünsten, die ja, waren. Ja, wir haben Feierabend, das geht schon. Hey ho, hier ist Ronja. Minecraft, Polizei. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, es wird ein Minecraft-Singleplayer-Projekt geben. Das ist Full Roleplay. Ich habe ewig am ganzen Skript gesessen, damit es auch einen ordentlichen Plot hat. Ich habe versucht darauf zu achten, dass man die Folgen auch individuell gucken kann, wenn man keine Zeit hat, die ganze Serie zu schauen. Aber die hängen miteinander zusammen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, eure Reaktionen drauf zu sehen. Das ist das erste Roleplay-Projekt, was ich seit Alltag mache. Und Alltag war ja auch nicht wirklich eine Sache, die wirklich Storyline hatte oder... irgendwas, das waren ja hauptsächlich individuelle Folgen und von daher bin ich mega aufgeregt und gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt, weil das ist natürlich das Wichtigste, dass es euch gefällt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn jetzt, dann verpasst ihr keine Folge von Minecraft Polizei. Falls ihr extra benachrichtigt werden möchtet, wenn ein neues Video rauskommt, könnt ihr das kleine Glöckchen drücken, dann seid ihr mit die Ersten, die erfahren, wenn es eine neue Folge gibt. Lasst mir einen Daumen hoch da, falls ihr euch freut auf das neue Format und schreibt einen Kommentar, was ihr denkt. Wäre nice. Dann wünsche ich euch
noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.